Hallo, ich bin Ulrich und es gibt mal ein Kanal-Update oder warum es schon länger keine Konrad-Adventskalender mehr gegeben hat. Ja, das hat, wie sagt man so, colora causa, sagen die Rechtsanwälte. Das hat vielfältige Gründe. Es sieht so aus, als wenn es dieses Jahr wirklich mal wieder einen gibt. Ja, letztes Jahr gab es keinen, weil das war der, also der von 22, den hat es nie gegeben. Das war nämlich das gleiche wie von 21. Und auch 20, das war der von 19, also was die Elektronikkalender angeht. Und jetzt scheint es mal wieder einen zu geben, wo sie mal wieder was Neues probieren. Was heißt gar nicht so neu? Man könnte meinen, dass die hier zugucken. Von Konrad. So, Konrad Adventskalender. Also. Generell hat sich mein Leben aber auch durch Corona maßgeblich verändert, muss ich aber auch dazu sagen. So, warum jetzt die ganzen anderen Kalender? Es gab ja immer Arduino-Kalender oder Raspi-Kalender oder Mikrobit-Kalender oder es gab ja nicht nur den, ja, der Mikrobit ist ja von der BBC und die Entsprechung ist der ARD Uino von der deutschen ARD. Natürlich dummes Zeug, aber da hat es doch auch einen gegeben. Ich bin gerade am Überlegen, wie der noch hieß. Ja. So, und dieses Jahr scheint wieder so ein Mikrocontroller zu kommen. Ja. So, und aber diese ganzen Dinger sind eigentlich immer das Gleiche. Dann nehmen die eine Entwicklungsumgebung namens Snap oder Scratch oder irgendwie sowas in der Art, die mir persönlich erstmal viel zu deutsch sind. Weil, wenn ihr beim Programmieren dabei bleiben wollt, dann müsst ihr for loop, do loop until, for next step, ifs and else, diese Schleifenkonstrukte, die müssen einfach sitzen auf Englisch und nicht irgendwie auf Deutsch. Es nützt nichts. Auch wenn ihr noch so ein Verfechter der deutschen Sprache seid. So, dann haben sie das gemerkt. Man könnte manchmal meinen, die gucken hier zu. Und haben dann auch nochmal richtige Entwicklungsumgebungen genommen, mit denen man dann auch wirklich mal was machen kann. Aber unterm Strich sind diese ganzen Computersachen immer das Gleiche. Ne? Ich habe ja auch den Programmier-Adventskalender nach dem siebten Tag abgebrochen, weil ich gemerkt habe, es wiederholt sich jetzt. Die müssen ja die 24 Tage irgendwie vollkriegen. Und das hat man bei dem Programmier-Adventskalender ganz, ganz deutlich gemerkt. Nach 7 Tagen waren die fertig. Jetzt wäre es ja schlau gewesen, nach dem Tag 7 dann eine andere Entwicklungsumgebung mal zu nehmen. Oder das dann bis in richtiges C hinein, wo du dann mit einer Textverarbeitung sitzt und programmierst, hineinzuhieven. Das wäre schlau gewesen. Ja, aber die haben natürlich auch eine gewisse Zielgruppe vor Augen, ist klar. Und anders als ich, der kommen wir gleich noch zu, ich die Welt retten will, müssen die ja auch verkaufen. Da leben die von. Das sage ich ja auch immer wieder. Jeder verkaufte Adventskalender macht das Auto vom Herrn Konrad ein Müh größer. Das muss uns klar sein. Ich denke, das ist auch legitim. So, darum habe ich das alles schon mal ad acta gelegt. Da gucke ich wohl noch mal drüber, ob es da was Neues gibt. Ja. Aber letztes Jahr gab es gar nichts Neues. Ne? Selbst der Elektronik-Adventskalender war der vom Vorjahr. So, die ganzen Kinder-Adventskalender, auch das haben wir ein, zweimal gemacht. Und über den allerersten Kinder-Adventskalender, der wirklich durchdacht war, der wirklich kongruent aufgebaut war und so weiter, da geht nichts drüber. Und da ist seitdem auch noch nichts wieder da gewesen, was dem ansatzweise das Wasser reichen könnte. Ich beobachte das ja durchaus, aber es kommt einfach nichts im Moment. Dazu kommt ganz generell, Konrad hat ja alle Geschäfte zugemacht, alle Einzelhandelsgeschäfte, dass man mal hingehen konnte und gerade so ein Haptiker wie ich, da mal was anfassen konnte, ist ja alles nicht mehr. Gibt ja bloß noch Onlinehandel. Ja gut, das ist der Trend der Zeit. Wobei ich auch aktuell, ich denke, Konrad macht da auch einen Fehler. Es gibt nämlich auch den genau gegenläufigen Trend. Ne? Alles redet von Online und so weiter. Online ist vielleicht schon wieder vorbei. Weil ich sehe das auch. Jetzt geht das hier im Dorf, hat jetzt der erste Unverpacktladen aufgemacht, wo du alles wieder so wie bei Tante Emma früher in Gläser abgefüllt kriegst. Aber ich bin mir nicht sicher, ob dieser Online-Trend nicht vielleicht gerade eben wieder ins Gegenteil umschwenkt. Vielleicht ist es auch bloß ein momentaner Rückwärtsgang
Dings, was sich in ein, zwei Jahren wieder erledigt hat. Ja gut, aber da rette ich jetzt gerade die Welt. Kommen wir mal zu diesen allgemeinen Elektronik-Adventskalendern. Die habe ich ja nun Jahr für Jahr gemacht, wobei zu Corona-Zeiten, es hat jetzt auch 2 Jahre gegeben, wo es keinen gegeben hat. Wie gesagt, in 20, das war der von 19 und in 22, das war der von 21. Also, aber es gibt jetzt wieder was. Wobei das kein wirklicher Elektronik-Adventskalender ist, was ich hier gerade auf dem Schirm habe. Das ist eher wieder so ein BBC-Mikrobit-Verschnitt, so ein Mikrocontroller. Da machen sie aber eine ganze Menge mit. Das lohnt sich durchaus, da mal einen Blick drauf zu schmeißen. So, da haben sie ja immer ein Bauteil und die Experimente drumherum sind eigentlich jedes Jahr die gleichen. Und da könnte man jetzt wieder meinen, die gucken hier vielleicht doch zu. Zumindest habe ich so den Eindruck, weil die ersten 6 Experimente sind eigentlich auch jedes Jahr die gleichen. Wir packen da irgendwie eine LED aus. Dann halten wir die LED an die Batterie. Dann halten wir die LED und den Vorwiderstand an die Batterie. Dann halten wir die LED und was war das denn noch? Kriegen wir dann Kabel? Nee, dann machen wir einen gesteckten Aufbau. Und dann kriegen wir ein bisschen Kabel und dann kommt so am Tag 5 und 6, ich kriege das gerade gar nicht mehr zusammen, kommt dann so allmählich das Bauteil. Nee, das war immer das Gleiche und das hatten sie dann die letzten Jahre ja auch schon gestrafft. Die werden doch hier wohl nicht zugucken. Aber kann auch sein, dass einfach die Kritik immer wieder die gleiche ist oder dass, ja, dass andere Leute merken das ja auch. Ne? Ich bin ja nicht die intelligente Person. So, ja, und dann kommt das eigentliche Bauteil und was wir dann da machen, ist auch immer wieder mehr oder weniger das Gleiche, aber auf anderen Wegen und das muss einen schon interessieren. Generell gilt, da steht ja immer drauf, ohne Werkzeug, stimmt auch nicht, habe ich auch immer wieder relativiert. Das haben sie allerdings nie übernommen. Gucken hier wahrscheinlich doch nicht zu. Du brauchst irgendwie so eine Telefonzange, ne? Sowas brauchst du einfach. Du brauchst irgendeinen vernünftigen Abisolierer. Da mag ich jetzt ein bisschen altmodisch sein. Man kann auch diese Abisolierzange nehmen. Und man braucht irgendwie einen Seitenschneider, um mal ein Kabel abzulängen. Mittlerweile gehen sie da allerdings mehr und mehr hin und nehmen diese Jumperkabel. So, aber eine normale Telefonzange, ein Abisolierer und ein Seitenschneider sind das Minimum an Werkzeug, was du brauchst. Und was man auch immer wieder haben sollte, ist ein Multimeter. Das ist jetzt, man merkt doch, dass ich nicht der große Maker bin, ist doch ein bisschen sehr eingestaubt. Zu Multimetern hatte ich ein eigenes Video gemacht, gibt's aber auch, da gibt's von anderen Kanälen, die da mehr Ahnung von haben, bessere Videos zu. Gibt auch mittlerweile modernere, digitalere Multimeter, die einem auch zumal dieses Rechnen, das muss man dem ja noch machen, Kilo, Mega und so weiter, das muss man hier ja noch umrechnen. So, das sind so die 4 Dinge, die du trotzdem dazu brauchst. Und jetzt sitze ich hier, Elektronik Escape Room Adventskalender. Das Foto habe ich euch ja hoffentlich eingeblendet. Die müssen ja irgendwie auf 24 Tage kommen und das tun sie jetzt eben nicht mehr. Ne? Ich habe das so verstanden, dass man jetzt hier Aufgaben kriegt und immer wenn man diese gelöst hat, kann man das nächste wieder machen. Das ist gar nicht so eine dumme Idee. Weil das Problem ist dann ja auch, die ersten Experimente, du stehst dann ja und holst deine LED raus und die sollst du an die Batterie halten. Jetzt sind sie schon so schlau, dass sie mittlerweile eine LED mit eingebauten Vorwiderstand nehmen, was natürlich wieder ein Problem gibt, weil du musst ja erstmal, weil da ist manch eine LED mehr durchgebrannt und wenn du keinen Bastelkasten hast, so ein Sortiment an LEDs, ich bin jetzt relativ spontan, dann nützt dir das alles nichts. Nee, dann ist die LED kaputt. Und die brauchst du ja trotzdem dann immer wieder, wenn du keinen Bestand hast. Die sind nicht teuer, Herausforderungen geben, eine LED dann zu besorgen. Wenn du dir jetzt nicht zu, wenn es dir nicht zu peinlich ist, bei Reichelt üblicherweise, in Wilhelmshaven, irgendwo sitzen die, eine einzelne LED zu kaufen. Dort kriegst du die. Für horrende Summen natürlich, weil alleine Porto und Verpackung, dafür kriegst du ein ganzes LED-Sortiment. Aber das ist das nächste Thema. Eigentlich brauchst du den Kalender ja auch gar nicht. So, habe ich aber in vielen, vielen Videos immer und immer wieder gesagt. Da hat sich also seit Jahr und Tag nichts dran geändert. Das sind aber so Themen, jetzt sind sie wie gesagt schon mal darauf gekommen, dass sie keine 24 Kästchen mehr haben.
Ich denke, als ich mir das gerade angeguckt habe, die müssen doch irgendwie auf 24 kommen. Nee, tun sie gar nicht mehr. Weil, wie gesagt, Batterie an LED an Batterie halten, LED und Widerstand an Batterie halten, das Ganze auf eine Platine stecken, da bist du ja mit 5 Minuten durch. Wenn du dir dann so ab Tag 15, wenn es dann wirklich interessant wird, ab 7 wird es dann ja schon interessant, das geht aber noch relativ einfach los, so ab Tag 10 bis 20. Wenn du dann wirklich da eine Stunde sitzt oder zwei und als Vollberufstätiger das dann auch noch unter Umständen schiebst du dann über Weihnachten ja auch noch Überstunden, je nachdem, was du dann gerade arbeitest, musst du das dann ja auch alles noch schaffen. Und ich bin mir sicher, da ist manch ein Adventskalender nicht fertig geworden, weil du die ersten 6 Tage ja in 5 Minuten fertig bist, wenn es dann so lange dauert, mit Aufnehmen, 10 Minuten. Und dann wird es halt sehr, sehr schnell sehr komplex. So, und da sind sie auf eine gute Idee gekommen. Du kannst jetzt hier wahrscheinlich die ersten Experimente wirklich an einem Abend so schnell mal eben wegmachen und dann die nächsten machen. Muss ich mir nochmal, wie gesagt, muss ich mir in Ruhe angucken, ist jetzt alles sehr spontan. Ist jetzt alles sehr spontan. So, mein Leben hat sich verändert. Ja, Kanal-Update. Ich bin jetzt dabei angefangen, auch Kochvideos wieder zu machen. Das ist auch nicht neu. Elektronik basteln. Ja, ein richtiges Makertum ist es ja nicht. Aber so ein bisschen dafür sich interessieren. Ja, das habe ich halt nie aufgegeben. Wie gesagt, über ein erstes Lehrjahr als Elektriker bin ich nie hinausgekommen. Aber trotzdem hat es mich immer wieder verfolgt. Habe mich gerne auch immer wieder damit beschäftigt. Und Kochen aber auch immer gemacht, dass ich da jetzt Videos drüber mache, das ist jetzt in der Tat neu. Auch YouTube an sich ist ja eine durchaus technische Herausforderung. Ich frage mich dann auch immer, jetzt rette ich die Welt, warum diese ganzen Technikkanäle bei YouTube so laufen. Das wurmt mich ja auch. Es gibt ja auch einen Kanal, wo ich wirklich was zu vermitteln habe, wo ich wirklich was zu verkaufen habe, den guckt aber keiner. Das ist der, der am schlechtesten läuft. Warum? Ne? Nein, diese ganze Technik, YouTube ist halt eine Plattform, die Techniker halt anzieht. Du musst halt, wenn du das wirklich machen willst, schon einiges von dich mit der Technik auch auseinandersetzen und dann bietet es sich an, auch YouTube zum Selbstzweck zu machen. Ich rette die Welt, ja. Darum laufen die Technikkanäle so gut. So, und wenn sich jemand wie ich bei der GEZ bewirbt oder so, oder auch bei der Tageszeitung oder ähnliches, links liege ich euch da mal so rein, die lachen mich doch aus. Ne? Mit jemand, der so deutschmäßig drauf ist, wie ich das bin, der wird da doch bestenfalls ausgelacht. Und das geht nicht nur mir so. Wenn man sich dann mal mit anderen Elektronikkanälen und so weiter austauscht, die berichten ja das Gleiche. Und darum gehen diese ganzen Technik-Sachen halt einfach bei der GEZ unter. Die beschäftigen sich eher mit Dingen, die sich dann im Kopf abspielen, weil man da auch wenig Geld für braucht. Das sind die sogenannten Geisteswissenschaften. Jeder, der studiert hat, der weiß, für eine Geisteswissenschaft 10.000 Euro Zuwendung, das ist die Welt. Davon kannst du etliche Bücher kaufen und dir etlichen Kopf den Kopf ohne Ende zerbrechen. Aber in einer Naturwissenschaft, mach das mal. In Physik sind 10.000 Euro nichts. Ne? Überhaupt nichts. So, und auch bei Elektronik, das ist ja, sind ja Studiengänge, die im Prinzip mehr oder weniger an der Physik dranhängen. Ist dann auch nichts. Dann machst du mit 10.000 Euro nichts. Dann guck dir mal in Bremen da diesen Freifallturm an und so weiter, was das für Bauwerke sind und. So, Naturwissenschaft ist teuer. Und auch die Fernuniversität in Hagen hat, glaube ich, alle naturwissenschaftlichen Studiengänge auch rausgeschmissen. Es sei denn, es ist sowas, was man im Kopf machen kann. So dämlich, wie sich das anhört. So, und das ist halt das Problem der GEZ. So, durch Corona hat sich natürlich auch noch so einiges verändert. Zu Corona-Zeiten saß ich relativ viel fest, weil ich nicht sehr viel machen konnte. Wie gesagt, angefangen zu kochen. Aber ich habe auch so gemerkt, ich muss auch mal wieder ein bisschen was anderes machen. So, das war das Kanal-Update über den Kalender, den ich jetzt gerade gefunden habe. Die sind aber auch dieses Jahr recht spät. Muss ich mir mal einen Kopf machen, ob das ein Projekt ist. Aber alles andere sehe ich nicht. So, es gibt hier Adventskalender ohne Ende drin, aber wenn der dann von 17 Euro auf 6 Euro runtergesetzt ist, das ist aber genau der Kalender aus dem letzten Jahr. Ich habe wirklich geguckt. Aus dem vorletzten, glaube ich, dann schon. Vielleicht kommt ja noch was.
Nee, vielleicht haben sie auch, soll auch dieser Escape Room genau der sein, aber der geht eigentlich eher in die Richtung BBC Microbit, was wir ja auch alles schon hatten. Nee, ARD, BBC Microbit oder von der ARD den UINO. Nee. Genau da geht er eigentlich hin in diese Richtung, mit ein bisschen Basteln drumherum, mit ein bisschen Stecken drumherum. Aber er hat keine 24 Tage. So. Soll es das gewesen sein? Ich hoffe, dass ich das Video jetzt zeitnah online bringe. Heute ist der 8. Oktober, 19:05 Uhr, 8. Oktober 2023 ist 19:50 Uhr. So, Frosch im Hals, gesundheitlich geht es mir nicht so gut. Ich muss gucken, wie ich das in Schichtbetrieb reinkriege. Ja, sie haben gelernt offensichtlich. Die werden jedoch wohl nicht ernsthaft zugucken. Oder andere Leute sind auch schon auf die Idee gekommen und haben festgestellt, dass man das in 10 Tagen gar nicht mehr so ohne weiteres schaffen kann. So, ach ja, YouTube. Werd immer wieder gefragt, warum hast du nichts zu verkaufen? Da will ich auch noch mal ein Video zu machen, aber ich will so viele Videos seit Jahr und Tag machen, wo ich einfach auch nicht zu komme. Es ist einfach so. Ich habe den eBay-Hype Mitte der Nullerjahre mitgemacht und sehr viel Geld drauf bezahlt. So, und dann gibt es immer wieder diese Trends, die aufploppen, wo sie alle hinterherrennen. Kürzlich kam jemand auf mich zu und sagt, wollen wir nicht ein Dropship machen? Da sage ich, hast du eigentlich eine Vorstellung, was Dropshipment wirklich ist? Ne? Das habe ich eine Zeit lang wirklich gemacht, also auch auf Arbeit. Und zwar, wenn ihr bestimmte Sachen auf Amazon bestellt. Der böse Buchhändler mit dem bösen A. Ich habe Amazon-Aktien, ich bin da nicht ganz neutral. Also nicht direkt, zahlen ja keine Dividende. Ich habe sie nur über ETFs, halte ich aber Amazon-Werte. Darum bin ich nicht ganz neutral. So, wenn ihr da bestimmte Sachen bestellt, dann steht da für euch drauf Absender Amazon Lager Brieselang. Brieselang bin ich auch schon gewesen. Steht da drauf. Aber verschickt wird das Ganze hier von Coesfeld aus. Das ist Dropshipment im eigentlichen Wort. Das machen wir nicht nur für Amazon, das machen wir für viele andere Firmen auch noch mit. Das Zeug, der Plunder, kommt direkt vom Hersteller an euch. Da steht dann aber als Absender drauf, das kann bei Konrad auch so sein, dass das gar nicht von Konrad verschickt wird, sondern von irgendeiner Firma, irgendeinem Logistikding. Das hatte ich zum Beispiel hier bei dem Headset von Sennheiser. Das Dingen kam auch, mir wurde mit, wenn es mit UPS kommt, ist das immer schon verdächtig. Und da stand drauf, die waren so ehrlich, dass es von Bertelsmann verschickt wird. Und das ist Dropshipment im eigentlichen Sinne des Wortes, dass da ein ganz anderer Absender draufsteht, als es dann in Wirklichkeit ist, als ihr wo bestellt habt. Wenn sie ehrlich sind, manchmal stimmen sie nicht mal das. Diese Trends gibt es alle, die ploppen auf. Und dann merken viele Leute sehr schnell, das bringt alles nichts. Jetzt im Zusammenhang mit dem Kochkanal bin ich jetzt angefangen, mich mit Tupperware zu beschäftigen. Ist auch aktientechnisch nicht besonders interessant, weil Tupperware so gut wie pleite ist. Auch dort ist wieder so ein Trend. Mit GameStop haben sie es einmal gemacht, erfolgreich. Da haben sie die ganze Community in die Irre gescheucht und viele haben mit GameStop, diesem Zocken mit den GameStop-Aktien auch Geld gelassen. Sagen wir mal ehrlich. Da wird kaum einer wirklich verdient haben. Aber du hörst ja immer nur von den Gewinnern. Die Verlierer machen ja nicht großartig Reklame. Und das wollten sie jetzt mit Tupperware wiederholen. Bloß aktuell habe ich von Tupperware noch nicht viel gehört. Ja, auch das war ja mal so ein Direktvertrieb, der eine Zeit lang ganz gut gelaufen ist, bis er dann kaputt vertrieben wurde. Weight Watchers, gleiches Spiel. Reihenfolge lässt sich, weil die, wie hießen denn die ganzen Kosmetikdinger? Avon, die Avon-Beraterin, kann ich mich als Kind noch dran erinnern. Ja, so, das haben sie alle, das stürzen sich alle Leute drauf, das machen sie ein paar Jahre, wenn überhaupt. Irgendwann ist die gesamte Verwandtschaft mit Avon-Produkten und mit Tupperware-Produkten und so weiter versorgt und dann? Und bei dem ganzen Dropshipment, das ist jetzt gerade so ein Hype, der durchs Dorf getrieben wird, das ist aber auch schon fast wieder tot. So, und das ist eben mit YouTube. Darum habe ich gesagt, ich mache YouTube nur als Hobby. Weil, wenn YouTube zumacht, ist das unmöglich? Yahoo Groups hat mich kürzlich noch ein großer YouTuber gefragt, hat es das wirklich gegeben? Das ist ein Hype? Das war, nee, die hat es wirklich gegeben. Das war zur Jahrtausendwende ein Must-Have. Da war ich auch mittendrin. Aber zugemacht.
irgendwann war es tot. Facebook hört man immer und immer wieder, die sind am Rotieren und versuchen sich irgendwie neu zu erfinden, aber es wird nicht so ganz gelingen. Wird es die in 10 Jahren noch geben? Und da lässt die Reihenfolge lässt sich weiter fortsetzen. Wann ist YouTube dran? Einer der zahlreichen Gründe, warum ich mich bewusst und vorsätzlich für ein Hobby-YouTube entschieden habe. Ohne Call to Action, ohne Gewinnabsicht, ohne. Will mir zwar kaum einer glauben, aber es ist wirklich so. Weil ich sehe es nicht. So, und wie viele Kanäle machen denn immer wieder hoffnungsvoll auf? Gehen bis 10.000 Abonnenten hoch und dann werden sie zu, entweder machen sie dann selbst zu, weil es nicht mehr weitergeht, oder aber sie werden geschlossen. Immer wieder, aber von denen hörst und siehst du ja nichts. Ne? Du hörst ja immer bloß die, ich muss da immer an so eine Hundefutterreklame denken, aus den 70er Jahren. Da haben die angeblich 200-300 Köter drauf angesetzt, auf dieses Fressen. Und 3-4 sind drauf angesprungen. Und die haben wir dann im Fernsehen gesehen. Und das ist hier doch genauso. Auch mein spezieller Freund, der Solmecke. Da scheint ja auch einiges im Umbruch zu sein. Der Kanal hat mit einmal einen neuen Namen. Dieser, mein Lieblingsflugscheißer, der so geht YouTube, der immer nur die YouTube-Homepage vorliest, der ist ja auch irgendwie, da hörst und siehst du auch nichts mehr von. Ja, hat wohl alles doch nicht so erfolgreich geklappt, oder? Ja, so, darf ich mal so dämlich fragen? Darum war das ganz bewusst eine Entscheidung von mir, das alles bloß hobbymäßig zu machen. So. Kanal-Update und Konrad Adventskalender. Ich habe jetzt gerade gesehen, die sind dieses Jahr spät dran. Aber einen gibt's, über den ich mal überlegen muss. Das wird aber auch wenigstens noch 1-2 Wochen jetzt dauern, bis da überhaupt was kommt. Da kann's, wir haben Oktober, da kann's November drüber werden. Dann sind wir schon wieder ziemlich spät. Das habe ich auch gelernt. Mit den Adventskalendern muss ich am 1. Dezember fertig sein. Mal gucken, ob wir das schaffen, wenn wir es dann machen, überhaupt in Angriff nehmen. Weil das ist wieder eine Platine. Den muss mir das jetzt in Ruhe mal angucken. Jetzt aber bis dahin. Ade, wie gesagt, ihr könnt gerne YouTube machen, wenn ihr Spaß dran habt. Aber lasst die Finger von dem gewerblichen YouTube. Lasst einfach die Finger davon. Ihr hört immer bloß die drei YouTuber, Bibi Beauty, PS Gronk, Unger, LeFloid und so weiter. Von denen hörst und siehst du ja auch nichts mehr. Das waren mal die zwei Cousins. Ne, Mediakraft. Du hörst und siehst alles von diesen Hypes, die alle mal da waren, die sind alle weg. Und bei Dropshipment lernen sie es im Moment auch. Also mein Appell, wenn ihr Spaß an der Technik habt, ja, macht gerne YouTube, aber bitte nur als Hobby. Ich habe euch, denke ich, gut genug Gründe genannt. Ich will immer noch mal ein Reaction machen zu einem anderen, auch ein, und auch ein mittelgroßer YouTuber mit so um die 100.000 Abonnenten. Ich habe keine Zeit, ich habe auch so gut wie keine Zeit dazu. Also wird keine Reaction, wer da jetzt drauf wartet. Erstmal wird es auf dem Pilgerkanal laufen, nicht auf diesem. Und es wird keine Reaction, dass das Video mitläuft und ich mich dann einschalte. Nein, ich werde die Themen und Thesen aufgreifen. Vielleicht werde ich 3 maximal kurze Szenen dann reinschneiden, um eine Quelle zu haben. Aber mehr als das wird es nicht werden. Wie gesagt, YouTube, wenn ihr Spaß an der Technik habt, gerne. Wenn ihr Spaß am Fußball habt, spielt gerne Fußball. Wenn ihr Spaß am Wandern habt, geht gerne wandern. Aber wenn ihr das gewerblich machen wollt, das ist jedes Mal ein ganz anderer Schnack. Ne? Natürlich, wie viele Jungs träumen davon, Bundesligaspieler zu werden? Aber wie viel schaffen es denn? Ne? Und das mit dem Traum vom Berufs-YouTuber-Dasein, das ist das Gleiche in meinen Augen. Zum 3. oder wie viel jetzt zum 42. Mal. Ade. Tschüss.